Also es hat viel zu tun mit diesem Sollen und eben als neue Qualität das Wollen, oder? Das kann man sich ja mal selber genauer anschauen. Was ist dieser Unterschied, wenn ich etwas soll und wenn ich etwas will? Das ist eine ganz andere Qualität. Aber das ist eigentlich der springende Punkt vom Grundeinkommen. Das Grundeinkommen würde die Menschen in eine Situation bringen, wo sie näher an sich selber sind und dadurch schöner erscheinen können. Also ich finde jetzt noch interessant, wir sitzen jetzt hier im Unternehmen Mitte. Es ist immer noch der gleiche laue, schöne Herbstnachmittag, Sonntag. Und wir waren vorhin am Rhein, haben über das Grundeinkommen gesprochen, über dieses Vertrauen, das es braucht, um das schwarze Loch zu überwinden, um diesen nächsten möglichen Schritt überhaupt auszulösen. Und haben jetzt noch mal ein bisschen reflektiert über dieses Vertrauen. Was ist das eigentlich, dieses Vertrauen? Und haben bemerkt, dass wir eigentlich noch gar nicht gesagt haben, dass dieses Vertrauen, das ist ja nicht einfach eine Scheuklappe. Zunächst, das kann ja sein, dass man Vertrauen meint, man irgendwie weggucken, nicht kontrollieren, keine Aufmerksamkeit, der soll halt machen, was er will. Und wir meinen eigentlich nicht dieses Vertrauen, sondern wir meinen dieses Vertrauen, dass eigentlich noch eine viel höhere Aktivität ist. Eine höhere Aktivität als nur Vorschriften machen. Vertrauen ist eigentlich etwas sogar Hochaktives. Das ist eine viel höhere Form von Zuneigung, von Aufmerksamkeit, wenn man den anderen ganz in seinem, was er ist, sein lässt, aber die ganze Aufmerksamkeit zur Verfügung stellt für den anderen. Aber jetzt nicht das, was ich meine, was er machen sollte, sondern meine Aufmerksamkeit, meine, ich sage es jetzt ein bisschen pathetisch, meine Wärme steht zur Verfügung für das, was der andere machen will. Ist das ein Vertrauen, das enttäuscht werden kann? Das kann nur enttäuscht werden, wenn man, also ist meine Erfahrung, dass wenn man doch nicht eigentlich ganz frei vertraut hat, sondern eigentlich doch eine Absicht dahinter hatte, dann kann es natürlich auch enttäuscht werden. Und die Gefahr, dass es enttäuscht wird, wenn man zwar gegen außen freies Vertrauen praktiziert, aber im Hinterkopf doch eine Absicht hat, das kann sogar sein, dass das dazu führt, dass es missbraucht wird. Also das sind sehr intime, klare und eigentlich ganz präzise Zusammenhänge. Vertrauen ist nicht blind, ist nicht Scheuklappe, sondern ist total echt und so. Also es kommt wirklich dann auf den Tisch, wie es wirklich ist. Und wenn ich so Hintergedanken habe, muss ich es auf meine Kappe nehmen, dass es missbraucht wird. So, ich glaube, das stimmt, ja. Es ist halt nicht so intelligent, die Menschen als Kostenfaktor anzusehen, weil das lähmt sie dann halt eigentlich. Und wenn man jetzt das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen mal so vor Augen hält und sich das mal versucht vorzustellen, wie das wäre, dann käme man vielleicht auch auf den Begriff der Investition. Es wären eben, das bedingungslose Grundeinkommen wäre eben nicht ein weiterer Kostenfaktor in der Gesellschaft, sondern es wäre eigentlich eine Investition. Und eine Investition, das ist auch etwas, das macht man nicht aus Not eigentlich. Eine Investition, also man kann ja sowieso immer alles lassen, wie es ist. Das geht dann auch immer weiter, oder? Und eine Investition ist eigentlich eine andere
eine andere Blickrichtung, eine andere Denkrichtung. Und aus diesem erweiterten Horizont über den Tellerrand hinaus denkt man, was braucht es in der Zukunft? Und dann ist man eigentlich in einem Investitionsdenken und nicht mehr nur in einem Kostenfaktordenken. Investition beinhaltet immer, dass dadurch auch etwas geschieht. Man beabsichtigt damit etwas. Was beabsichtigt man mit der Investition Grundeinkommen? Ach, dieses Beabsichtigen, ich glaube, das ist eben, ich will ja, deshalb führe ich jetzt Investition mal als Blickrichtung ein. Eben nicht die kleine, kurze, direkte Absicht, sondern einfach mal den Blick schweifen lassen, weiterdenken und nicht schon wieder eine Absicht haben, es ist dann für das und das, dass es keine Armut mehr gibt, dass es mir auch Spaß macht, oder irgendwie für mein kleines Ego auch gut ist, dass ich mal was Gutes tue für die anderen oder aus dem Gesichtspunkt, dass ich halt auch selber ein Grundeinkommen bräuchte. Es geht mir um vielleicht sogar, würde ich sagen, Absichtslosigkeit. Das bedingungslose Grundeinkommen kann man eigentlich nur in seinen Dimensionen absichtslos denken. Dann wäre es eine Investition in die Absichtslosigkeit. Nein, jetzt verdrehst du mir den Begriff im Mund. Nein, ich meine Absichtslosigkeit als Qualität, aus der heraus man einfach mal in die Welt guckt, sich Fragen stellt, überlegt, was ist wirklich, wirklich wichtig. Aber eben absichtslos. Es geht beim bedingungslosen Grundeinkommen geht es darum, dass die Menschen sich mehr mit dem identifizieren können, was sie tun. Und die Erfahrung zeigt, dass sie dann weniger irgendwie aufs Geld aus sind, oder? Sie sind dann weniger auf diese Kompensation vom Geld angewiesen und haben persönlich eine höhere Befriedigung, wenn sie sich identifizieren können mit dem, oder? Und das Grundeinkommen ist eine Investition in diese Erfahrungstatsache. Nämlich, das ärgert mich so, dass man dieses Grundeinkommen immer will, wegen dem, das ist ja alles berechtigt, oder? Aber die wirkliche große Dimension und Kraft des bedingungslosen Grundeinkommens, das ist, dass man sich mal in aller Ruhe überlegt, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, wenn man die Menschen weniger in ihrer Arbeit zwingt und immer vorgibt, was die zu tun haben. Also weil wir haben ja hier schon alles. Es muss ja gar niemand irgendwas noch herstellen. Es ist ja alles in Überfluss vorhanden, oder? Und das bedingungslose Grundeinkommen würde ermöglichen, dass diese Menschen mal einen Schritt zurück machen können und sich überlegen können, ja, was braucht es dann neben dem, was wir schon alles haben in Überfluss, was braucht es dann da wirklich? Und das fehlt nämlich in unserer Gesellschaft. Und deshalb sage ich, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Investition, weil eine Investition ist eigentlich etwas, was man nicht machen muss. Vor allem eine gute Investition, wenn man irgendwie was unbedingt kaufen muss, damit es überhaupt weitergeht, ja, dann ist man nicht so gut in der Entscheidung und auch nicht so frei im Kauf. Und es ist, Investition ist so schön eigentlich, dass man sich auch die Zeit und den Raum nimmt und das auch genau abwägt und dann im richtigen Moment etwas tut und auch nicht allzu viel Absicht in das hineinlegt. Dann, das ist meine Erfahrung, im Persönlichen, im Unternehmerischen, im Gesellschaftlichen, dann kommt man meistens auf gute Entscheidungen. Fürs Grundeinkommen, ja, da braucht es ja nicht mehr Geld. Also Geld hat es ja sowieso genug, oder? Sonst hätten wir auch nicht diese Geschichte mit der Finanzkrise und den Finanzblasen. Also wenn es zu wenig Geld gäbe, dann hätten wir keine Finanzblasen. Dort ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, also Geld ist ja ist eine geistige Kraft, die zum Beispiel ein Vertrauen ausdrückt, oder? Also ist eine Idee, was man machen könnte, oder das Vertrauen, dass der andere das macht, dann gibt man ihm das Geld, damit er das machen kann. Das drückt es aus.
Da sind wir jetzt dran. Also ich rechne damit, dass wir 2012 lancieren. Und ich denke, das gibt ja dann einen längeren Prozess. 100.000 Unterschriften sammeln, die Parlamente können dann dazu Stellung nehmen, die Parteien, die Verbände, alle werden sich zu Wort melden. Darum geht es ja, dass man sich mal zu Wort meldet. Und ich rechne somit, dass wir 2017 Größenordnung, kann es durchaus sein, dass wir in der Schweiz eine Volksabstimmung haben werden. Und da freue ich mich riesig drauf, weil das wird vieles in Bewegung bringen. Und es wird nicht erst das Abstimmungsresultat, das ist dann vielleicht gar nicht so wichtig, sondern was auf dem Weg dazu passiert, das halte ich für wesentlich.